Als allererstes möchte ich natürlich jetzt unsere Gäste hier vorne auf dem Podium begrüßen. Herzlich willkommen und super schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt dieses Auftaktpodium oder dieses Podium, was im Rahmen der Eröffnung jetzt hier stattfindet, überschrieben mit der Überschrift für einen Feminismus für die 99%. Und unter der Überschrift wollen wir jetzt am Anfang dieses Festivals sozusagen in die erste Diskussion so richtig einsteigen und vor allen Dingen uns auf die Frage nach Allianzen und Bündnissen auf dem Weg in eine feministische Zukunft unterhalten hier oben. Und die Fragen, die ich so habe, sind so, was sind eigentlich, also was sind die Herausforderungen, vor denen linke Bewegungen weltweit stehen und wie können vor allen Dingen auch gemeinsame Strategien zwischen verschiedenen Teilen der Bewegung aussehen? Das ist so die eine Sache. Und die andere ist vorhin auch schon mal angeklungen, die Frage, wie wir eigentlich auch über die unterschiedlichen Institutionenlogiken oder unterschiedlichen Logiken verschiedener Teile der Bewegungen oder auch Akteurinnen in diesem Mosaik vielleicht hinwegkommen können und da sozusagen neue Erfahrungen machen und unsere gegenseitigen Kräfte stärken. Das sind die Fragen genau, die werden diese Fragen jetzt hier vorne in der Stunde, die wir haben, sicherlich nur andiskutieren können, aber alle Themen, die wir hier antippen sozusagen, werden in den nächsten 3 Tagen nochmal in vielen Workshops und anderen Panels diskutiert. Deswegen werden wir es vom Ablauf her auch so machen, dass wir 2 Fragerunden hier vorne machen und dann auch gar keine Diskussion jetzt mit euch, was mit so vielen Leuten sowieso nicht gut geht. Das heißt, es ist jetzt mehr so ein Aufriss und alles, was es dann weiter zu diskutieren gilt, wird in den nächsten Tagen passieren. Genau, jetzt habe ich eine wichtige Sache vergessen, die ich noch ganz kurz machen muss, bevor ich weiterrede. Genau. Als allererstes möchte ich Cinzia Arusa nochmal ganz herzlich begrüßen, die gerade eben in letzter Sekunde aus New York hergekommen ist und es wirklich sozusagen just in time jetzt hierher geschafft hat. Vielen, vielen Dank. super. Klappt. Genau. Cinzia lehrt antike Philosophie und politische Philosophie an der New School in New York City. Sie ist in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Zusammenhängen politisch aktiv und hat unter anderem, war sie daran beteiligt, den ersten internationalen feministischen Streik mit zu organisieren, insgesamt anzustoßen, aber vor allen Dingen USA zu organisieren. Und darüber hinaus hat sie zusammen mit Tisi Bhattacharya und Nancy Fraser, Tisi Bhattacharya hatten wir eigentlich auch eingeladen, musste aus privaten Gründen relativ kurzfristig absagen. Die 3 haben zusammen dieses Buch geschrieben, was ihr vielleicht alle schon mal irgendwo gesehen habt oder wahrscheinlich vielleicht einige sogar auch schon reingelesen. Das hat nämlich den Titel unseres Panels hier, Feminismus für die 99% oder für die 99%. Und dann heißt es noch ein Manifest. Diese Ausgabe ist jetzt im August auf Deutsch erschienen und die könnt ihr da draußen auf dem Buchtisch erwerben. Und wir werden Cinzia nachher auch bitten, vielleicht einige zu signieren, wenn sie Lust hat, wenn ihr das wollt. Genau, und außerdem konnten wir als Zeitschrift Luxemburg, haben wir von dem Verlag die Rechte bekommen, einen Ausschnitt daraus aus dem Manifest, also 3 von den 11 Thesen zu drucken. Das findet ihr in diesem kleinen Heftchen, das gibt es unten kostenlos. Es sind aber nur 3 von 11 und die anderen sind auch lesenswert. Genau, das Manifest geht aus von sehr vielen unterschiedlichen feministischen und vielfältigen feministischen Kämpfen und entwickelt daraus eigentlich ein Programm für die Gegenwart, ein politisches Programm für die Gegenwart. Zentral ist darin, klassenpolitische Anliegen zurückzuholen in den Feminismus und ihn mit antirassistischen Kämpfen zu verbinden und damit insgesamt die Basis eines linken Projekts zu verbreitern. So zumindest habe ich das verstanden. Und das ist ja genau das Thema dieser ganzen Konferenz, ist auch heute Abend schon mehrmals gesagt worden. Deswegen, Cinzia, wollte ich dich bitten anzufangen, uns ein bisschen was über euer Manifest zu erzählen. Und konkret würde mich interessieren, was hat euch veranlasst,
in der momentanen Situation ausgerechnet ein Manifest zu schreiben? Und genau, warum haltet ihr es für nötig und was ist eigentlich die Konstellation, in die ihr damit intervenieren wollt, so für den Anfang? I'm sorry, I'm going to speak in English also because I'm completely jet-lagged. So whatever is left on my German is gone. I would like to start exactly from, these travels because I was, 2 weeks ago, I was in Brazil, in Rio, where I also met hundreds of feminist activists who are, trying to prepare for a feminist movement in Brazil. And in the past months, I had the really good luck of being able to travel a bit around and meet feminist activists in Chile, in Italy, in Croatia, and so on. And I must say that what is happening is really impressive. I've never really experienced something like this in my life, in the sense like this, the mass dimension and political quality of the feminist movement, of this new feminist wave around the world is absolutely astonishing. And I'm mentioning this at the beginning of of my response precisely because this is the reason why we wrote the manifesto. So the manifesto would have not been possible at all without this feminist movement. If there is a feminist manifesto for the 99%, it is because we were inspired by the massive mobilizations from Poland to Argentina, because we learned from the feminist movement, we learned from their slogans, we learned from participating in it, so from also trying to organize a movement or to trigger a movement in the United States. And we thought that this this transnational movement, for a number of reasons, is really reopening a political space for the whole left, not just for feminism, but for the left as a whole. And this is a bit the logic also of the manifesto. The manifesto is a feminist manifesto, but at the same time articulates a project for the whole left and a project of liberation for the whole of humanity. So in other words, our idea is to begin with this enormous feminist wave that is happening around the world and is spreading and spreading. And now, look how many you are here in Germany. Starting from this, trying to articulate a project for an expansion of social and political struggles capable of mobilizing the whole of societies. Now, so this is the context, let's say this is the motivation why we wrote the manifesto. The idea was, to try to provide some systematic view about the reasons why women and queer people are oppressed under capitalism. So what are the dominating logics in this process? To articulate the way, in a systematic way, the connection between gender and racial oppression, and to situate all of this analysis within the context of what we call a crisis, a general crisis of society, a crisis that is characterized by not only the economic crisis, crisis started in 2008, but also by ecological crisis, obviously, by a political crisis. So let's see, like the crisis of liberal democracies, let's say, and by a crisis of social reproduction or crisis of care. Now, within this context of general crisis, of which the electoral, volatility of the past years and also the rise of the right is a bit of a symptom. In the context of this crisis, we thought that what we are facing is, generally speaking, of course, this doesn't apply necessarily in the same way to each country. But we are facing a process of polarization between two different neoliberal projects. So in other words, with 2008, neoliberalism has begun a crisis of hegemony. In other words, people really start not believing anymore that free market will save us all, that privatizing will make things better, that trickle-down economy will be the solution to our problems. This has lost its appeal.
Why? Because we are experiencing on our own skin the consequences of decades of neoliberalism and the consequences of the crisis. And we have also seen that we are the ones who are paying for the crisis, not the ones who caused the crisis in the first instance. In this crisis of neoliberalism, there is a process of polarization, confrontation between two different neoliberal projects. One is the rise of the far right across the globe, from Bolsonaro in Brazil, Macri, the former Italian government in Italy, Orban in Hungary, Modi in India, and so on. So this is an extreme right that is growing, that is everywhere attacking racial minorities, immigrants, women, and queer people. So this is basically what they all have in common. And the other thing they all have in common is that in spite of their anti-neoliberal discourse, anti-neoliberal propaganda, they are actually carrying on neoliberal policies. So for example, Bolsonaro, one of his first attempts at neoliberal policies was a reform of social security, Trump, and the reform of the tax system, and so on. In the face of the rise of this far right, we were worried that one temptation from coming, for the left and for emancipatory movements would be to embrace then what we call progressive neoliberalism. And progressive neoliberalism is basically the way in which center and center-left organizations and governments around the globe, starting from the Clinton administration and the Blair administration in the UK, have combined some left-leaning discourse, especially in terms of formal rights, gender rights, civil rights, and neoliberal policies. So on the one hand, they implement austerity measures. They have implemented austerity measures, reformed the labor market, attacked the labor rights, destroyed the welfare state, and so on. But they have done this, let's say, dressed in pink, dressed in purple, or dressed in green. So in other words, pretending to be basically a project of the left. So our worry was that facing the rise of an extreme right, we may be tempted to then embrace again the kind of progressive neoliberalism embodied, for example, by Hillary Clinton. We think that this would be a disaster. So this is what we wrote in the manifesto, is that we need to, this is an unsavory menu. We don't like either of the two options of the menu. We need to do really something radically different. And from this viewpoint, the women's movement, the feminist movement, has really reopened this a political space for articulating an alternative to these two neoliberal projects. It has done so by finally breaking the unholy alliance between neoliberalism and feminism. In the last decades, because of the withdrawal of social struggles, what we have seen is the affirmation of a hegemony of what we call liberal feminism, which may be somehow summarized with the logic of Lenin feminism. So the logic is that feminism is about individual self-promotion, that women really should lean in. So it's a matter of being more self-confident, asking for what they want, negotiating with the male boss, and so on, and then everything will be fine. This is the kind of logic, let's promote female entrepreneurship, that has guided even ideas of microcredit around the world that have caused enormous problems. Now, what we say in the manifesto is that if the logic is that we have to lean in order to achieve gender equality, we should pay attention to the fact that in order to lean in, probably we have to lean on some other women, like the mass of women, working class women, for example, the women who are going to perform the work of care and social reproduction for us, so that we can achieve our own little career. Not only this, we have also said
that we are not interested in feminism understood as equal opportunity in domination. So in other words, the logic of liberal feminism is that of reaching gender equality within the social hierarchies that organize society as a whole. So let's keep in place class hierarchies, racial hierarchies, capitalism as it is. But let's have more, women entrepreneurs at the head of companies, at the head of the state, and so on. And this somehow magically will basically improve the conditions for all of us. We are saying no to this, and we are saying no to this today thanks to the feminist movement, because it is the feminist movement that has finally, with its practice in slogan and programs, rediscovered the radicality of feminism. Feminism not as equal opportunity in domination, but feminism as getting rid of all kinds of domination, getting rid of all kinds of exploitation, getting rid of capitalism, for finally, and liberating society for everybody. Thank you very much. Hallelujah. Okay. It is a little weird, but... Okay, vielen Dank, Cynthia. Flavia ist als Nächste dran. Flavia ist politische Aktivistin und Kämpferin aus Belo Horizonte in Brasilien. Ich habe versucht, das zu üben, aber klappt nicht so ganz. Und Flavia ist in vielen unterschiedlichen Kontexten aktiv. Und seit 2018 ist sie eine der strategischen Koordinatorinnen der sogenannten Gabinetona. Gabinetona ist ein kollektives Mandat, was in Brasilien, in dem sozusagen viele Aktivistinnen und Vertreterinnen aus Basisbewegungen der Zivilgesellschaft sich zusammengetan haben und gemeinsam das Parlamentsmandat von Aurea Carolina wahrnehmen, die im brasilianischen nationalen Parlament sitzt und auch hier in diesem Raum. Genau. Und das ist sozusagen eine super interessante Form, sozusagen parlamentarische Politik zu organisieren, von der ich mir wünsche, dass du in der nächsten Frage darauf etwas sagst. Aber jetzt erstmal wollte ich dich fragen, Brasilien ist ja jetzt schon gefallen, also sozusagen unter der Frage zugespitzter rechter neofaschistischer Regime. Dort ist die feministische Bewegung nochmal in einer sehr, sehr, also ganz anderen als hier und sehr krassen, direkten Konfrontationen mit dieser rechten Bewegung. Und gleichzeitig war es so, dass die Angriffe von rechts und die Versuche, aber auch die Präsidentschaft von Bolsonaro zu verhindern, für die vor allen Dingen schwarze und indigene feministische Bewegung nochmal so ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt waren. Und in euren Kämpfen geht es sowohl um Folgen von Kolonialismus und Sklaverei als auch um klassenpolitische Fragen. Und im Zentrum stehen immer diejenigen, die sozusagen von diesem System jetzt, aber auch vorher schon, besonders marginalisiert waren. Worin siehst du die besondere Notwendigkeit von feministischen Bewegungen, diese neofaschistischen oder rechten Kräfte zu konfrontieren? Und wie macht ihr das eigentlich? Was können wir auch vielleicht von euch lernen, wie ihr das, welche Erfahrungen ihr gemacht habt? Uau! Olá, boa noite. Meu nome é Flávia Tambor, eu sou lá do Brasil, de Minas Gerais, e queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Eu, na dinâmica, eu estava olhando as pessoas e o sorriso das pessoas, né? Ver essa diversidade, 40 países que está aqui presente, é maravilhoso. E a gente poder fazer, compartilhar um pouco, né, essas lutas e essas resistências desses espaços, é uma honra para a gente estar aqui representando o Brasil, essa luta feminista, né? E aí, trazer um pouco da nossa, do nosso desafio lá, nesse governo que vocês já ouviram falar, que não é diferente desses governos que está aí pelo mundo, né? Um governo racista, machista, homofóbico,
né, assim, governo que veio, né, que a gente sabe que por trás tem toda uma tradição, né, de uma direita, de governo que não dá conta de corpos como o nosso nesse espaço. Então, para falar um pouco mais das nossas tarefas e desafios, eu vou me apresentar, né, um pouco desse lugar que eu venho. Meu nome é Flávia dos Santos, eu fui achada numa caixinha, sou uma mulher negra, lésbica, do candomblé. Então, eu acho que só aí já está um desafio, e aqui já está uma resistência. Eu acho que uma das nossas tarefas é resistir. E aqui no encontro hoje, eu estar presente aqui, é uma resistência. Então, eu acho que isso já diz tudo, né? Isso já mostra para a gente que é possível, né? Então, por isso o orgulho de estar aqui, essa possibilidade de poder dizer, né, e presenciar que é possível a gente estar enfrentando esse desafio. Porque o governo do Brasil ele será feminista, ele é feminista, nós somos a maioria de mulheres, e nós não vamos perder esse espaço. Eu venho de uma história de um feminismo local, de território, né, de mulheres que estavam em grupos mistos, mas que aí a gente vem trazendo essa discussão dos vários feminismos, trabalhar essa especificidade da mulher negra, trabalhar a especificidade de luta das mulheres quilombolas, que são mulheres negras com a realidade quilombola, das mulheres indígenas, das diversas mulheres que a gente vem trazendo isso para a pauta e para o debate, né? Esse desafio cotidiano. E aí a gente vem traçando hoje, né, no momento, esse desafio de como a gente vai estar enfrentando isso. Eu falo que só no coletivo a gente vai dar conta. Só no coletivo. No coletivo de mulheres, trazendo novamente para a base, para o território. A gente precisa fazer essa discussão, porque lá elas têm outras formas, né? Não é uma nova política. É uma outra política, é uma outra forma de fazer política que a gente tem. E a gente tem que dialogar e trocar isso. Eu acho que isso é uma experiência muito rica e que a gente pode estar trazendo, vivenciando. Venho de um movimento que a gente... Eu lembro que um dos desafios nossos, éramos todas negras, e aí um dos pactos que a gente fez é que todas tinham que entrar na faculdade. Eu sempre fui a mais velha, por causa de ser adotada, minha mãe, né, não tinha condições de me apresentar para o juiz, porque exigia muitas coisas, então ela resolveu me deixar quietinha. Então, eu entrei atrasada para a escola. Então, imagina para a faculdade, né? Tem poucos anos que eu terminei a faculdade. E aí, quando as minhas amigas falam isso, que um dos desafios desse grupo seria entrar para a faculdade, eu falei... Eu vou ter que entrar para a faculdade. Como que eu vou dizer para as meninas que eu não tenho condições de entrar na faculdade? Então, esse era o nosso primeiro objetivo. Nós éramos todas de periferia, né? A maioria trabalhava no centro. Vamos discutir a mulher negra nesse espaço. Outra coisa foi ocupar espaços. Na época, a gente estava formando muitos coletivos, né? Estava discutindo sobre a questão, a pauta da juventude, o estatuto da criança. Então, ocupar esse espaço, levar o que a gente quer para as nossas crianças, para as nossas juventudes, era importante. Mas aí a gente também poderia ocupar esse espaço de outra forma. Então, é juntar, né, essa discussão da institucionalidade, mas também dialogando com a comunidade. E aí fomos nós todos, hoje todos nós temos faculdade, as meninas resolveram ingressar. Eu fui para a política... Né, que é um desafio também, trazendo essa experiência desse diálogo com os movimentos e aí trazendo para esse espaço institucional. Eu trabalhei na Secretaria de Educação, trabalhei em projetos de juventude, então, o tempo todo, eu estava sempre dialogando e trazendo nessa mobilização para estar trazendo as mulheres para esse espaço institucional. Não só para ocupar o espaço, né, como ela disse, não é só estar lá... querer o poder, mas é estar levando esse outro jeito de fazer, esse jeito coletivo, esse jeito respeitoso, esse jeito que respeita o modo de cada uma de fazer. Esse é um desafio que a gente tem dentro desse governo que nós estamos aí, que é um governo que está tendo... É um pouco difícil para a gente até acreditar no processo todo que a gente vem, acreditar que o governo, descaradamente...
ele acaba com os conselhos. Os conselhos foi uma luta para a gente conseguir dialogar sociedade institucional. Esse foi o maior espaço que a gente já chegou a ter, e aí simplesmente tirou os conselhos. Chamou algumas conferências agora, nacional, e aí tirou a participação da sociedade civil. Então, como dialogar? Eu acho que a gente tem que também pensar, porque se não vai dar para ficar batendo boca, falando, não pode fazer isso. É uma forma que a gente está discutindo lá. Como que a gente vai conseguir falar, conseguir apresentar isso? Então, vai ser mesmo na parceria, chamando todas para a luta, que a luta é de todas, é nossa, é desses 40 países que estão aqui. No Brasil, nós sabemos que nós não estamos sozinhos, a gente precisa muito desse vários feminismos, não só os feminismos do Brasil, mas os feminismos que estão aí pelo mundo para ajudar a gente, porque está muito difícil. E aí, quando eu ando na rua enquanto mulher, negra, lésbica, do candomblé, fica mais difícil, porque no Brasil está tendo uma legitimidade das violências. Perto da minha casa, uma trans, ela foi proibida de entrar no bar. Assim, ela entrava comigo, bebia. Aí, agora, quando a gente está passando, eles gritam, graças a Deus o Bolsonaro está aí, graças a Deus vai parar com essa cervejuice. Então, deu uma legitimidade que, nas comunidades na ponta, que, às vezes, é diferente também. Essa questão do território, essa questão da cidade, do interior, dos territórios, da periferia. Então, são relações diferentes. E as relações que a gente está tendo com esse governo, na ponta, está muito difícil. Mas eu acho que a gente não devemos nos calar. Eu acho que a gente deve estar junta o tempo todo. Acho que gritar junto que o nosso governo será feminista, a gente vai ocupar esses espaços de uma outra forma, não é da forma que eles querem que a gente ocupa só para fazer número, não é de uma forma que vamos estar lá e o tempo todo eles vão querer nos colocar nos nossos lugares. Eu ainda sou confundida como segurança. Às vezes eu sou confundida a moça que vai entregar café, mas estou lá resistindo, porque eu sei que o meu papel lá é outro. Não vai ser isso que vai me derrubar, porque eu não estou sozinha. Obrigada, gente. Vielen, vielen Dank, Flavia. Ja, jetzt kommen wir aus Brasilien wieder zurück hierher. Ach so, warte, das kann ich absetzen, weil sonst ist das gibt's da zu viele Rückkopplungen. Genau, Lea Knopf, schön, dass du auch da bist. Lea studiert Erziehungswissenschaften in Leipzig und ist im SDS organisiert. Das ist die Studierendenorganisation, da gibt es Wedeln, der Partei, der Linkspartei. Und sie hat viel zu queerfeministischen Themen auch gearbeitet und ist jetzt seit Anfang des Jahres bei Students for Future dabei. Und in dem Zusammenhang organisiert sie jetzt gerade den dritten globalen Klimastreik, der nächstes Wochenende, also nächsten Freitag oder dann sozusagen die ganze nächste Woche stattfinden wird. Und darüber wollen wir jetzt auch ein bisschen reden. Genau, und Lea, meine Frage sozusagen an dich ist, ich meine, es gab jetzt zumindest hierzulande, ich würde sagen in Europa, kein Thema, was die Öffentlichkeit so viel bewegt hat wie die Klimakrise im letzten Jahr. Und mit Fridays for Future, also der vor allen Dingen Schülerinnen getragenen, aber jetzt eben auch von vielen anderen Studierenden getragenen Bewegung, hat dieses ganze Thema nochmal eine wahnsinnige Dynamik gekriegt und auch eine neue Breite bekommen. Sie haben es auf jeden Fall, würde ich sagen, geschafft, das erstmal zu platzieren. Aber insgesamt ist es ja doch so, dass es noch relativ grün geprägt ist, sage ich jetzt mal. Doch auch noch, also behaupte jetzt einfach mal, eher libertär. Und mich würde interessieren, wie schätzt du das ein? Also wie schätzt du das transformatorische Kraft, die da drin steckt, ein? Was ist da sozusagen für so eine Bewegung, wie wir sie jetzt hier die ganze Zeit diskutieren, zu gewinnen?
Ja, danke schön erstmal, dass ich da sein darf. Ich fange vielleicht so ein bisschen von vorne nach hinten an und würde erstmal kurz erzählen, wo ich sagen würde, wo gerade die Klimabewegung steht. Genau, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist die Klimakrise akut und wir müssen jetzt handeln und wir haben eigentlich kaum mehr Zeit und deswegen ist es total wichtig, dass wir jetzt große Maßnahmen ergreifen. Also sowas wie Dürren, Aussterben, Tausender von Tierarten, Waldbrände und Überschwemmungen sind mittlerweile Alltag in vielen Gebieten geworden. Und genau, vielleicht nochmal, um so eine Zahl zu droppen, um so ein bisschen die Ausmaße zu verstehen. Also genau, wenn es so weitergeht, wie es im Moment weitergeht, dann sagen WissenschaftlerInnen, dass in 2050 ungefähr 200 Millionen Klimaflüchtlinge es weltweit geben wird und dass ganze Regionen der Erde überhaupt gar nicht mehr bewohnbar sind. Genau, die Scientists for Future sagen uns, dass wir noch ungefähr 9 Jahre haben und nach diesen 9 Jahren sind Kipppunkte erreicht. Das heißt also, danach ist die Klimakrise quasi nicht mehr unumkehrbar und wir müssen mit den Folgen dann auf jeden Fall leben. Genau, und aus dieser Krisensituation hat sich jetzt vor einem guten Jahr Fridays for Future gegründet und all das, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, hat mit Greta Thunberg angefangen. Genau, Greta Thunberg hat gesagt, ich gehe am Freitag nicht mehr zur Schule, einfach aufgrund dessen, dass ich das Gefühl habe, die Politik tut nichts, irgendwie steht alles still und trotzdem geht die Welt unter. Genau, und Greta hat es geschafft, eine riesig große Bewegung loszutreten, die mittlerweile global vertreten ist. Bei dem letzten globalen Klimastreik im Mai waren so ungefähr 2 Millionen Menschen auf der Straße und jetzt ist das Ziel, am 20. September auf jeden Fall noch mal mehr auf die Straße zu bekommen. In Deutschland steht es unter dem Hashtag Alle fürs Klima. Heißt also, dass es uns total wichtig ist, auch zu sagen, es sind nicht nur Studis und Schülis, die betroffen sind, sondern wir alle werden betroffen sein und deswegen müssen wir auch alle zusammen auf die Straße gehen. Genau, in der Klimabewegung würde ich sagen, spielt Fridays for Future eine riesig große Rolle im Moment, weil Fridays for Future es geschafft hat, total viele junge Menschen zu politisieren, die jetzt gemerkt haben, okay, es reicht, wir müssen jetzt was tun und wir müssen jetzt handeln und genau, haben dafür die Protestform des Bestreikens der Schule gewählt, was ja auch immer so kontrovers diskutiert wird und ich würde sagen, das ist halt auch aber ein Punkt, warum die Bewegung so erfolgreich ist, einfach aufgrund dessen, dass sie damit eine ganz andere Aufmerksamkeit geschaffen haben und sich so viel mehr Gehör geschaffen haben, als wenn sie jetzt irgendwie Samstagnachmittag auf die Straße gegangen wären. Genau, mittlerweile gibt es nicht nur Fridays for Future, also nicht nur die Schülerinnen, sondern es gibt Teachers for Future, es gibt Artists for Future, es gibt Scientists for Future und eben auch die Students for Future. Genau, Parents gibt es auch und das auf jeden Fall, dass man sieht, diese Bewegung erweitert sich und vergrößert sich. Dann hast du gefragt, was die Klimabewegung im letzten Jahr geschafft hat. Also ich würde sagen, auch was geschafft worden ist, ist erstmal den Diskurs zu verschieben, heißt also, dass Klima sehr viel präsenter bei uns allen irgendwie im Kopf ist und dadurch zum Beispiel auch hier in Deutschland erreicht wurden, dass Parteien wie die CDU massiv unter Druck und Kritik gerät, dass irgendwie jetzt finally mal ausgesprochen wird, was irgendwie in den letzten Jahrzehnten klimapolitisch versäumt worden ist. Und was auch total spannend ist, finde ich, wenn man die Klimabewegung anguckt, ist, dass sich total viele so Klimaakteurinnen zusammentun. Also zum Beispiel jetzt im Juni im Rheinland waren am Freitag 40.000 Schülerinnen auf der Straße, was die größte Fridays for Future Demo in Deutschland seitdem war und zur gleichen Zeit waren quasi 6.000 Ende-Gelände-Aktivistinnen im Rheinland unterwegs und haben sich gegenseitig solidarisiert und haben sich gegenseitig unterstützt und da muss man sagen, dass das Medienecho so groß war wie nie zuvor und das ist, glaube ich, was auf jeden Fall ein totaler Wandel ist zu den letzten Jahren und das auf jeden Fall erstmal ein guter Schritt ist. Ach so, ja genau. Ende Gelände ist ein linksradikales Bündnis, was besonders den Kohleausstieg fordert und genau, deren Protestform ist die Wiederungehorsam, heißt also letztes Jahr im Juni waren sie in Kohlegruben und haben Kohlegruben stundenlang besetzt, genau. Und haben quasi den ganzen Betrieb da lahmgelegt für mehr als 48 Stunden. Genau, also ich bin selbst bei den Students for Future in Leipzig und vielleicht einmal kurz, um zu erzählen, was wir im letzten Semester gemacht haben. Also uns gibt es seit April und es war total krass, weil das erste Gründungstreffen, da waren schon so 60 Leute ungefähr, die alle aber davor noch gar nicht so richtig politisiert waren. Also sowas ganz anderes, als ich sonst so in anderen Bündnissen irgendwie für Erfahrung gemacht habe, wo man immer wieder die gleichen Gesichter sieht. Hier war das aber anders, da waren total viele junge Menschen, die davor irgendwie nicht sich organisiert haben und da aber bei Students for Future die Form gefunden haben.
Und wir haben voll schnell erkannt, dass an der Uni mega das Mobilisierungspotenzial ist und haben uns deswegen dazu entschieden, eine Vollversammlung zu machen, die genau, wo 1300 Leute am Ende waren. Also wir hatten 2 Wochen, um das zu mobilisieren, haben so eine Petition gestartet und am Ende waren 1300 Leute da und wir haben quasi Forderungen beschlossen, die wir an die Uni gestellt haben, aber auch an die Stadt Leipzig. Und das war, glaube ich, eine total krasse Erfahrung für uns alle, um irgendwie zu sehen, oh mein Gott, jetzt sind irgendwie 1300 Menschen da, was ist da los? So in 2 Wochen. Und ich glaube, das hat auch nochmal all den Leuten, die sich neu angefangen haben zu politisieren, einen mega großen Push gegeben und mega viel Kraft, da weiterzumachen. Genau, jetzt hast du diese Frage mit die Grünen in Fridays for Future oder die Grünen eigentlich, ja, sondern so transformatorisches Potenzial. Genau, also ich würde sagen, ist eine schwierige Frage. Also erstmal würde ich sagen, Fridays for Future ist eine sehr diverse Gruppe, was es auf der einen Seite mega spannend macht, auf der anderen Seite die Arbeit aber auch sehr viel anstrengender, glaube ich, als es in manchen anderen Gruppen ist. Also was ich mit divers meine, das heißt quasi, da sitzen linksradikale Leute neben Liberalen wirklich grüne WählerInnen und das stellt uns natürlich vor Fragen, die sonst irgendwie nicht gefragt werden und da treten natürlich irgendwie auch konträre Meinungen zueinander auf. Und ich glaube, was so eine große Frage ist, ist so ein bisschen, wo wollen wir überhaupt hin? Und da wird so viel diskutiert, Systemkritik versus Konsumkritik. Und ich denke aber, was gerade passiert, auch bei Fridays for Future, ist, dass total viele Menschen kollektive Politerfahrungen machen und sich aber auch in dieser Bewegung quasi radikalisieren, weil sie irgendwie merken, Fridays for Future hat jetzt so vor gut 6 Monaten 6 Forderungen aufgestellt und da laufen die ersten Forderungen jetzt im Dezember aus und es hat sich, Überraschung, nichts bewegt so, also genau, außer dass halt quasi wir viel Medienecho haben, aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob diese Forderungen durchgesetzt werden. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal total vielen jungen Menschen, es reicht halt nicht irgendwie nur zu bitten und Bitten an die Politik zu stellen, sondern das, was wir machen müssen, ist quasi eine Bewegung aufzubauen und wir müssen irgendwie lauter werden und wir müssen so laut werden, glaube ich, dass man uns nicht mehr ignorieren kann. Und ich würde sagen, das ist das Ziel für die nächsten Monate und deswegen müssen wir quasi auch größer werden. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch verstehen, dass wir auf jeden Fall nicht allen gefallen können, was auch immer so ein Diskurs ist irgendwie, ja, aber irgendwie müssen wir doch mit allen sprechen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, nein, das müssen wir nicht machen, sondern das, was wir auch machen müssen, ist irgendwie genau eine bestimmte Meinung haben und auch bestimmt dafür einzutreten und quasi zu sagen, wir müssen anecken, weil wir uns quasi mit Herrschenden anlegen. Also wenn man jetzt sich mal anguckt, wo irgendwie CO2-Emissionen sind, also 70% der CO2-Emissionen sind von den 100 größten Konzernen weltweit ausgestoßen. Das zeigt also, wo unser Feind sitzt sozusagen und das heißt auch, dass was wir brauchen, sind ganz, ganz viele Leute, eine Mehrheitsbewegung von unten, die quasi dagegenhalten kann. Und ich glaube, dafür ist es für uns wichtig, als Linke in dieser Bewegung quasi eine Vision zu liefern. Heißt also nicht irgendwie nur so leere Worthülsen, wir müssen mehr werden, bla bla bla, sondern irgendwie zu sagen, wie kann das denn aussehen? Was können wir eigentlich wirklich große gesellschaftliche Veränderungen machen? Und ich glaube, da ist ein großer Punkt, den ich vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen will, ist so Verkehrswende. Also das wird total genau in der Fridays for Future-Bewegung auch diskutiert, dass der ÖPNV eine totale Möglichkeit ist, wo wir große gesellschaftliche Veränderungen bewegen können. Und zum Beispiel als Beispiel bei unserer Vollversammlung war ein Mitarbeiter von den Leipziger Verkehrsbetrieben bei uns, der uns auch nochmal gesagt hat, Leute, aber ihr könnt halt nicht nur fordern ein 365-Euro-Ticket oder meinetwegen sogar kostenlosen ÖPNV, sondern was dann passiert bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist quasi, die haben Angst. Die haben Angst, dass ihnen quasi das Geld gestrichen wird, dass sie quasi da das ausbaden müssen, dass es jetzt kostenlose Tickets gibt. Und ich glaube, das war nochmal voll wichtig für uns quasi als Klimaaktivistinnen zu sehen, so einfach ist es halt nicht. Wir können halt nicht einfach sagen, so jetzt hier kostenlosen ÖPNV und dann ist alles super und dann fahren alle mit der Bahn, sondern zu sagen, was wir quasi brauchen, ist gemeinsam mit Arbeitnehmerinnen für einen gerechten und aber auch für einen großen Ausbau von ÖPNV einzutreten und quasi da einen Schritt auch auf Arbeitnehmerinnen zuzugehen und zu sagen, wir müssen zusammenkämpfen und wir wollen irgendwie genau, dass es euch gut geht, dass ihr gute Arbeitsbedingungen habt und das ist dann nicht nur aus klimapolitischer Sicht total relevant, sondern quasi auch aus Arbeitnehmerinnen-Sicht total relevant. Und ich glaube, das kann total das Potenzial bieten und ich würde sagen, da könnte es hingehen und da müssen wir weiter dran kämpfen und deswegen müssen wir quasi auch radikale Forderungen stellen und nicht leise werden, sondern immer lauter, bis man uns nicht mehr ignorieren kann.
Guck mal, es wäre jetzt wahnsinnig laut, aber ihr seid so super Wedlerin, deswegen ist es ganz leise. Ja, super, vielen Dank. Lea, du hast jetzt schon ein paar Stichworte genannt, die ich gleich an dich wieder weiterreiche. Es sind ja nämlich sozusagen, was sind eigentlich die konkreten Praxen, die wir uns überlegen müssen und die Projekte, wo wir eben nicht nur leere Worthülsen produzieren, sondern gucken, dass wir tatsächlich Leute zusammenkriegen. Euer Manifest heißt ja Feminismus für die 99%, also nicht der 99%, sondern für. Das heißt, hast du vorhin auch schon gesagt, das heißt, ihr habt diesen Bündnisprozess im Blick. Und genau, ich fände es jetzt nochmal super interessant, wenn du sagen würdest, wo du eigentlich solche Ansatzpunkte siehst, wo schon Sachen passieren, die von so einer feministischen Bewegung irgendwie nochmal weiterentwickelt werden könnten, aber wo es schon solche Momente gibt. Danke. Okay, so I will be very quick because we are running out of time. I'm just going to give one example. And then make a more general claim. So the one example is the Argentinian feminist movement, which is probably one of the, not probably, which is one of the most massive and most radical. So what they did is two key things. First of all, in their mobilization against gender violence, they broaden up the notion of gender violence to include for example, economic violence, the violence on migration policies and the borders, ecological violence against women, the violence of the state, so police brutality, for example, imprisonment, especially for racialized indigenous women and so on. So in other words, starting from a demand, which is in a protest against femicides, so ni una menos, not one less, they actually broaden up, like they rejected the view of gender violence as just an interpersonal matter, and they broaden up the gaze in order to articulate a critique of capitalism as a whole. From the viewpoint of political praxis, so what they concretely did and this was possible there because they had been organizing for several decades. But basically what they did is, you know, when around the idea of a feminist strike was to create really like large assemblies where individuals, political organizations, unions, social organizations could all participate. What happened is that basically the feminist spaces were the only spaces and are the only spaces where sectors of the left that would never talk to each other actually went, you know, accepted to be in the same space and to make decisions together and to struggle together. Secondly, with the tool of the strike, what they managed to do, and especially because of the presence of several unionists within the feminist movement, what they managed to do was to really open even, you know, conflictual negotiation with various unions in order to pressure them to call for strikes. And this had a meaning that went beyond the feminist movement, because it was also a process of redemocratization of the unions and reclaiming the tool of the strike for the working class, so away from union bureaucracy and back to the workers. So I'm giving this example because the feminist movement in Argentina has been one of the movements with the most expansive dynamic. So for example, at some point they managed to mobilize enormous masses of people against the debt and the new economic crisis in Argentina, linking the issue of the debt to women's and queer people's oppression. So this is a concrete example. Of course, you know, this is not a model that can be easily exported everywhere, but the issue is, first of all, to stop thinking that feminism is a sectorial issue. So we are speaking about a way of seeing the world, a way of analyzing relations of exploitation, domination, oppression, a way of actually mobilize
millions and millions of people. Like at the end of the day, women and queer people are, you know, the large majority of the population. So we should really stop thinking about feminism just in these narrow terms, and learn from the, for example, from the Argentina movement, and, you know, like turn feminism again into an instrument of critique of society as a whole and a mobilization of society as a whole. Secondly, according to the various countries, it is necessary to try to understand how to expand the struggle. So in other words, how the feminist movement, where the feminist movement is strong, can become the trigger for a mobilization that goes beyond the feminist movement itself. So for a mobilization that starts involving, you know, various sectors of society, and they start also building alliances and bridges with other movements that are in place. For example, the first one is clearly the climate change movement. Now, in order to do this, I think it is necessary to do two things very briefly. One is, we need to rethink universalism and what universalism means. In the last decades, we have, you know, started thinking that universalistic policies, especially politics, especially, you know, within feminism, are necessarily like bad in the sense that they cancel hide the differences, the particular concrete situations that pertain to, you know, like racialized women or immigrant women or specific geographic locations. Now, of course, there is a form of feminism, of universalism that does this. So this is the kind of universalism that says, oh, let's actually not speak about, you know, trans women, or let's not speak about sexual liberation, because this is not a broad demand that concerns the whole of the working class. Let's just speak about the issues that concern all the workers, so like wages, contracts, and so on and so on, as if workers didn't have a gender or a race or didn't live in this world. So clearly that kind of universalism is bad, but another kind of universalism is possible, and it is a universalism that actually is made of the various differences, of the various ways of struggling, of the various experiences, and of the various demands. So in other words, it's a universalism filled with content, not empty. The second step we should try to do is to rethink what class struggle means. Why? Because the forms in which class struggle took place traditionally in the past are in decline or have disappeared. But we need to be able to recognize the class character or the class struggle character of social movements and mobilizations and processes of politicization where they happen in the way they happen. So, for example, does this feminist movement have a class character? I do think it is. It is a form of class struggle. Does Black Lives Matter in the United States have a class character? Absolutely, yes. The climate change movement, is there a class character? So, for example, the idea that they are using the strike, does this tell us that there is a class element, a class character in this mobilization? So I could multiply the examples, but basically my invitation is to break with the nostalgia for past forms and look at the present. Look at the way people struggle today, how they organize today, what are the demands, what are the concerns that more immediately help them politicize themselves and organize, for example, climate, and start rebuilding a process of international and internationalist class struggle, starting from what is already happening rather than from like preconstituted models that we may have in our mind and we want to apply to reality. Thank you very much. Okay, unfortunately we're running out of time. We're still going ahead. Ich soll überhaupt nicht Englisch reden, sondern Deutsch. Entschuldigung. genau, Flavia. Portugiesisch kann ich leider nicht. Ich würde es gerne können. Genau, Flavia, wir haben es vorhin schon so kurz angetippt.
Ja, in Brasilien gibt es diese Situation, dass sozusagen unter dieser faschistischen Regierung es plötzlich so viele schwarze Feministinnen in Parlamenten gibt wie nie zuvor. Und ihr habt als Bewegung auch entschieden, diesen Weg zu gehen, euch auch parteipolitisch zu organisieren und in diesen Schritt in die Parlamente zu machen, aber gleichzeitig eine Form dafür zu wählen, die eben nicht nur das mitmacht, sondern auch den Rahmen in Frage stellt und den Rahmen verändert, also sozusagen die Politik von innen heraus ändert. Wie macht ihr das? Und genau. Então, eu acho que um fato que vocês eu acho que 2016 para cá, houve vários fatos que contribuíram para essa mudança, né? Lá em Minas Gerais, a gente costuma dizer Beljonte, mas é Belo Horizonte, a gente fez uma invenção super bacana, que foi lançar algumas candidaturas, né? Várias candidaturas, assim, 12 candidatas, né? Resolveram colocar seus corpos à disposição para esse desafio e de várias lutas, né? Lutas LGBT, indígena, feminista. E a gente conseguiu. Fizemos 2 vereadoras. Mas esse fato ele não aconteceu só em Belo Horizonte 2016, né? Ele já vinha de uma onda, e aí aconteceram em outros estados. Nós tivemos no Rio de Janeiro, tivemos em São Paulo, né? Assim, foi atos que vieram de ações anteriores e que foi provocando a gente. Em 2016, a gente conseguiu... aí eu acho que caiu a ficha. A gente descobriu, olha, não tem outra forma de ocupar esses espaços. Né? Eu acho que a gente vai ter que estar lá. Né? Então, foi um longo diálogo, conversa, e a gente conseguiu ocupar esse espaço. Né? Que a gente deu um nome carinhosamente de Gabinetona. Nós entramos lá em 2017 com 2 vereadoras, a vereadora negra, Aura Carolina, a Cida Falabella, que vem do teatro, a Aura Carolina, que vem do hip-hop, da cultura hip-hop, né, dessas culturas periféricas, assim, muito forte. E aí a gente resolveu juntar a gabinete, os gabinetes, que aí a gente carinhosamente chama de gabinetona. Então, chegamos lá ocupando esse espaço, um espaço tradicional, um espaço institucional, um espaço que não estava preparado para nos receber. Né? A gente teve que conversar para entrar uma indígena, teve que conversar para entrar um queen, teve que deixar as trans entrar do jeito delas, né? Que é aquilo que representa elas. Então, teve todo um debate, uma mudança estrutural. E é isso que a gente pretende fazer. E 2018... a gente vai novamente tentar, abrindo para a cidade, conversando com outras pessoas que se colocaram também aos seus corpos novamente, e a gente faz 2 deputadas. Então, agora nós somos uma gabinetona em 3 instâncias, temos 4 parlamentares, 2 no município de Belo Horizonte, uma, a Andréia de Jesus, que está na Câmara Estadual, e a Aura Carolina, que está na Câmara Federal. Né? Nós somos hoje uma equipe de quase 90 pessoas, muito diversas, somos a maioria negras, maioria mulheres, 30%, tem uns ainda que não assumiram, não, mas 30% é LGBT, assumidos, somos quilombolas, temos 2 quilombolas, temos 4 mulheres trans. Então, é essa diversidade de corpos que a gente colocou nesses espaços. E estão fazendo mudança. Estão mexendo com as estruturas. Esse é o diferencial. Esse é muito importante, né? Porque a gente ainda não, nós não vamos parar. A gente não sabe como vai fazer daqui para frente, só sabemos que vai ser junto. Estamos num redesenho. Não sabemos como que vai ser esse desenho para o ano que vem. Né, para as próximas eleições, mas a gente sabe que tivemos um ganho muito grande, né, de mulheres ocupando esses espaços.
O ano passado a gente teve, que foi para a gente uma perda muito grande, né? A perda da parlamentar Marielle, do Rio de Janeiro, que para nós de periferia, mulheres negras e lésbicas, foi muito forte, e para todas as mulheres, né? A gente teve um movimento forte que ajudou também na campanha o Ele Não, em Belo Horizonte, acho que foi a quarta ou a terceira cidade que nós fomos para a rua, e isso mudou muito. Toda a estratégia da direita, isso ajudou no vira-voto, a gente conseguiu fazer mulheres, não só em outros estados, mas também nos interiores, onde a gente nem imaginava. Então, eu acho que essa forma de resistir e de se colocar, ela não é nova. Né? Eu acho que a forma de ocupar esses espaços institucionais que a gente está dialogando agora é que é esse diferencial. E eu acho que trazer mais. A gente está com uma expectativa muito grande de mulheres 2020. Vai ter um aumento. A gente teve um aumento da última eleição para 2018 muito grande, né? No parlamento, na Câmara, de 53, na Câmara Federal, de 53, passamos para 77, no Estado, de 4, passaram para 10. Um Estado que nunca teve uma deputada negra. Hoje, nós temos, no Estado de Minas Gerais, 3 deputadas negras. Um Estado que nunca tinha tido uma vereadora negra no município de Belo Horizonte. Nós tivemos a Aura Carolina, e foi a mais votada para a Câmara Federal. Então, isso são mudanças reais, são mudanças de prática, né, de um fazer diferente. E a gente está aí colocando a nossa cara e os nossos corpos. Né, de alguma forma, a gente está aí resistindo. Eu acho que algumas questões que esse fazer feminista traz para a gente, esse desafio, né? Eu acho que é manter essa pauta prepositiva, é dizer não ao retrocesso, a gente não vai retroceder. Eu acho que a gente está aí para o debate. Eu acho que ir para as ruas, ir para os territórios, né? Ampliar esse diálogo. Eu acho que quando a gente está lá dentro do institucional, a gente inventa tudo, viu, gente? Sim. Como que a gente vai estar trazendo o povo para dialogar? Porque o projeto de lei, eu acho que a diferença do nosso mandato é que ele é coletivo. Não é a deputada Áurea, né? São as parlamentares, é a gabinetona. Então, quando a Áurea vai falar sobre a pauta lésbica, mesmo não sendo lésbica, ela está levando a nossa pauta. Né? Ela está ali falando para a gente. Nós estamos ali do lado dela. Quando ela vai falar dos quilombólogos, a gente está com um problema lá em Alcântara, tá, mais de 300 famílias para perder seu espaço. Né? A censura está sendo aí... A gente tá sendo, a cultura está sendo censurada, né? A gente teve o fato de São Paulo agora na campanha de literatura. Então, sim, várias questões estão acontecendo, mas nós estamos aí, estamos chegando para ocupar esse espaço. Eu acho que aumentar o número, dialogar e a gente criar, eu acho que a gente dialogar vários formatos de resistência, eu acho que é isso que é importante, né? Sair daqui compartilhando essas novas formas, assim. Aí queria deixar esse recado. Obrigada, gente. Vielen Dank, Flavia. So, jetzt müssen wir leider schon zum letzten Beitrag kommen. Lea, du noch mal. Und dann ist blöderweise unsere Zeit zu Ende, obwohl es so super spannend ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz hier die Moderatorinnen angucken. Lea ist noch dran, aber... So mache ich das. Sehr gut. Gut. Jetzt habe ich eine Regieanweisung. Lea, du hattest vorhin schon mal gesagt, dass ihr auch in diesen Students for Future oder insgesamt der Fridays for Future Versammlungen diese Diskussion habt. Müssen wir eigentlich mit allen sprechen oder was ist eigentlich unsere Rolle? Und ich wollte dich jetzt so zum Ende nochmal fragen, wie es eigentlich, also wie sozusagen, wie du das einschätzt, welche Bündnis und Allianzen da möglich sind mit dieser Bewegung. Und da interessieren mich eigentlich zwei Sachen. Erstens natürlich, wie siehst du das Verhältnis zu der feministischen Bewegung? Also können wir da gegenseitig uns bereichern oder auch was voneinander gewinnen sozusagen? Und weil du es vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, natürlich vielleicht noch ein paar Sätze zu dieser Frage, wie
ihr eigentlich mit Gewerkschaften und also Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern arbeitet. Früher, also bis, ich würde sagen, vor anderthalb Jahren oder so, war es ja so, dass Gewerkschaften tendenziell der Feind der Klimabewegung sind. Und oder zumindest wird es sehr häufig irgendwie so diskutiert. Und das, genau, wie ihr das so besprecht. Genau, vielleicht erstmal zu Klimagerechtigkeit und Feminismus. Also genau, ich glaube, Klimagerechtigkeit ohne Feminismus ist auf jeden Fall Quatsch. Also es funktioniert nicht. Genau. Also erstmal bestärkt der Klimawandel die Ungerechtigkeitsverhältnisse massiv, die ohnehin schon in unserer Gesellschaft bestehen. Und genau deswegen ist quasi auch eine Frage, wer wie vom Klimawandel betroffen ist, nicht nur eine Klassenfrage, sondern auch immer eine Geschlechterfrage. Also man kann sagen, dass Frauen auf jeden Fall sehr viel mehr von den Folgen des Klimawandels betroffen sind als genau Männer. Und zum Beispiel jetzt ein Beispiel: während des Tsunamis in Indonesien 2004 sind viermal so viele Frauen gestorben wie Männer. Das lag zum einen daran, dass die Frauen meist nicht schwimmen konnten, aber auch zum anderen, dass sie quasi zu Hause waren und Care-Arbeit gemacht haben, deswegen halt quasi zu spät gewarnt worden sind oder quasi auch auf Kinder oder auf ältere Menschen Acht geben mussten und deswegen einfach nicht so schnell fliehen konnten. Und deswegen, genau, dieses Beispiel ist nur eines von vielen und das zeigt auf jeden Fall, die realen gesellschaftlichen Zustände sind immer noch, und da ist auf jeden Fall auch nochmal der globale Süden nochmal besonders, dass man quasi sagt, Frauen leisten im Durchschnitt auf jeden Fall sehr viel mehr Care-Arbeit zu Hause, und das ist überall so, aber auch im globalen Süden sind sie deswegen auch fester an einem Ort verankert und deswegen ist es ihnen nicht so leicht zu fliehen, wenn es quasi zu Katastrophen kommt und so weiter. Und besonders auch im globalen Süden betreiben viele Frauen viel Landwirtschaft und sind deswegen durch Dürre, Hitze und Überschwemmung viel leichter in ihrer Existenz bedroht, als das Männer sind. Und deswegen würde ich sagen, ist erstmal auf der einen Seite Klimagerechtigkeit immer auch eine Frage, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch Feminismus in der Klimabewegung. Und vielleicht, was auch noch total spannend ist, finde ich, wenn es so um diesen Feminismus-Klima-Diskurs geht, ist, dass auf jeden Fall die Klimabewegung auch ein totaler Ort des feministischen Empowerments gerade ist. Also einfach, weil in diesen Klimaaktivistinnen-Gruppen ungefähr so 80% Frauenanteil ist. Und genau, erstmal macht das was total mit der Atmosphäre. Also ich nehme die Stimmung in unserem Plenum bei Students for Future auf jeden Fall sehr viel einladender wahr, und als das in so manchen klassischen, sage ich jetzt mal, Antifa-Gruppen ist, wo ich jetzt genau als Frau irgendwie erstmal es für mich sehr viel anstrengender ist, irgendwie mich zu etablieren, und ich muss irgendwie Machtkämpfe führen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall bei Fridays for Future anders und kann deswegen auch ein total wichtiger Ort einfach für junge Frauen sein, um sich zu politisieren und sich zu organisieren, und wo wir voneinander lernen können und wo wir uns gegenseitig unterstützen. Jetzt zum Beispiel bei uns in Leipzig haben sich auf jeden Fall unglaublich viele junge Frauen total krass organisiert und sind krasse Aktivistinnen geworden. Also so ein Beispiel, was mir da immer einfällt, als wir diese Vollversammlung gemacht haben, hat eine Frau, die so 19 ist, die gerade mit der Uni angefangen hat, gesagt, ja klar, ich mache da die Moderation vor 1300 Leuten mit ihr zusammen, Lea. Und sowas ist, glaube ich, total krass und kann total spannend für uns sein und funktioniert, glaube ich, in anderen Gruppen nicht so easy, wo man erstmal wirklich sich etablieren muss und bla bla bla. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, was ganz anderes. Und deswegen schaffen wir es auf jeden Fall, in dieser Klimabewegung auch eine feministische Praxis zu entwickeln. Obwohl wir quasi nicht immer als einen Fokus unseren radikal-feministischen Fokus haben, aber trotzdem das nebenbei passiert und das total wichtig ist und deswegen, glaube ich, ein total wichtiger Ort auch für feministische Kämpfe sind. Genau, trotzdem muss man auch sagen, dass bei Fridays for Future auch, wenn wir uns jetzt bundesweite Strukturen angucken, dass da auf jeden Fall immer noch eine Männerdominanz herrscht, also Fridays for Future, die Strukturen sind auch sehr undurchsichtig, aber so die Sprecher und Sprecherinnen sind primär auf jeden Fall Männer, und deswegen, das zeigt auch nochmal zusätzlich, dass wir weiterhin auf jeden Fall dafür kämpfen müssen, dass wir den Raum bekommen und uns den Raum nehmen und genau laut sind und auf jeden Fall uns gegenseitig empowern und uns unterstützen als Frauen. Und deswegen würde ich sagen, ist Klimagerechtigkeit
nie alleine zu betrachten und ist immer auch eine Frage, die mit anderen Unterdrückungsmechanismen und aber auch mit anderen Organisierungsformen zusammenhängt. Und deswegen ist zum Beispiel auch der 8. März jetzt, um konkret zu so Bündnissen zu kommen und so, für uns voll das wichtige Datum, was wir jetzt schon auf dem Schirm haben, wo man, glaube ich, total gucken muss, wie wir gut zusammenarbeiten können, auch als Klimabewegung und aber auch als quasi feministische Bewegung und vielleicht diesen 8. März total groß machen und dadurch auch verbreitern können und vielleicht auch nochmal den ganzen jungen Leuten, die sich jetzt gerade bei Fridays for Future engagieren, die 14, 15, 16 sind, nochmal eine Perspektive auf Feminismus mitzugeben. Und ich glaube, das ist so ein großes, große Vision, die man vielleicht haben kann. Und dann auf der anderen Seite mit Gewerkschaften, wir stehen auf jeden Fall im Gespräch mit vielen Gewerkschaften, sind im Gespräch mit Verdi, mit IG Metall und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ein totaler Annäherungsprozess. Und in Leipzig, ich kann von der Leipzig erzählen, wie es da gerade konkret ist. Also am 20. September haben wir das erste Mal so einen Gewerkschaftsblock und sind da auch mit der LVB zum Beispiel im Gespräch. Und das war total spannend, weil dieser Mensch, der bei uns auf der Vollversammlung war, wo wir quasi dann auch Forderungen beschlossen haben und auch eine Forderung zu ÖPNV beschlossen haben und gesagt haben, wir wollen quasi Arbeiterinnen in ihrem Kampf um den Ausbau von ÖPNV unterstützen. Jetzt waren wir letzte Woche bei der LVB und haben das quasi den ersten Leuten erzählt. Ah, LVB sind die Leipziger Verkehrsbetriebe, genau, Straßenbahn, Bus und so weiter. Genau, und da waren wir jetzt das erste Mal und haben quasi gesagt, 1300 Studierende haben sich im Mai dazu entschieden, euch zu unterstützen und es stehen zum Beispiel im nächsten Jahr auch Tarifverhandlungen neue an, die bundesweit anstehen und da könnte zum Beispiel total die Perspektive sein, zu sagen, wir werden gemeinsam streiken und quasi die Klimabewegung wird diesen Streik mit pushen und ich glaube, das ist auch total wichtig und ich glaube, das war auch für die Straßenbahnfahrerin, ich glaube, genau, dass die Klimabewegung sich immer noch auf jeden Fall kritisch reflektieren muss, es ist immer noch eine sehr weiße Bewegung, auch eine sehr akademische Bewegung und so weiter und ich glaube, dass das ein totaler Anschlusspunkt sein kann, um quasi zu sagen, wir stellen uns breiter auf und wir solidarisieren uns mit den Menschen, die quasi wirklich was verändern können. Und dadurch können wir dann auch wirklich große Veränderungen schaffen. Vielleicht, ich habe mir noch so einen, weil es gerade eben schon mal um den Streik in Argentinien ging, so einen coolen Spruch noch rausgeschrieben, der immer da gerufen wird und den ich auf jeden Fall sehr passend finde und genau, den ich euch vielleicht noch mitgeben will. Und zwar heißt der, ich kenne dich nicht, aber wir brauchen uns. Und ich glaube, das zeigt total, dass wir einfach uns gegenseitig unterstützen müssen und eine große Mehrheitsbewegung aufbauen müssen, um einfach diese Kämpfe jetzt zu führen in den nächsten Jahren. Jetzt dürfen wir mal klatschen. Ja. Vielen, vielen Dank euch dreien für diese super interessante Diskussion. Wir hatten jetzt eigentlich geplant, noch so eine kleine interaktive Abschlusseinheit hier zu machen, wo die Idee war, dass wir so mal gucken, wo eigentlich die Zukunft schon so aufblitzt. Aber weil es jetzt schon so spät ist und weil wir alle, glaube ich, auch ganz schön müde sind und weil wir vor allen Dingen hier um 8 eigentlich hätten raus sein müssen, machen wir das jetzt nicht und deswegen haben jetzt Britta und Jutta mich gebeten, euch einfach nochmal zu sagen, dass wir den Bogen, den wir da heute angefangen haben, eben bis Sonntag spannen und dort wiedersehen und die ganzen vielen Fäden, die wir jetzt hier so haben, versuchen dann dort nochmal zu einem Aktionsplan zusammenzubinden. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und euch allen, dass ihr hier so ewig ausgehalten habt.